bezüglich Kino grundsätzlich und Kino, ins Kino gehen mit den Kindern. Also, wenn man was mit den Kindern machen kann, würde ich mal jetzt aus meiner Sicht sagen, obwohl ich nicht wirklich Erfahrung habe, aber dann würde ich die Devotees eher empfehlen, mit den Kindern vielleicht in die Natur zu gehen oder in den Wald, spazieren, wandern. Ich denke, das sind bessere Sachen als ins Kino gehen oder ein Buch zusammen lesen oder einfach Zeit, persönlich Zeit geben. Also da habe ich dieses Beispiel eben angeführt, da habe ich halt nicht drüber nachgedacht. Das war nochmal eine materialistische Verunreinigung. Aber das Kino würde ich primär nicht empfehlen. Erstens mal nicht für die Kinder und grundsätzlich gar keinem Devotee. Die meisten Kinofilme sind von Hollywood gemacht und oftmals stecken Ideologien dahinter, die da vermittelt werden sollen in Form der Geschichten, versteckte Botschaften, oftmals wirklich sehr ja, manipulative und subversive Dinge, die da vermittelt werden. Kino und Filme sind eine hochpsychologische Sache und im Besonderen die Kinderfilme werden oftmals dafür verwendet, die Kinder schon ja, zu manipulieren mit verschiedenen ja, ja, Theorien und Einstellungen und ja, einfach, ja, es ist fast schon eine Gehirnwäsche, könnte man sagen, ja. Und das weiß man heutzutage, da kann sich jeder informieren, da können sich die Eltern informieren im Internet über Manipulation in Kinofilmen und dies und jenes. Also das sollte man den Kindern, die ja noch ein sehr, wie sagt man, offenes Bewusstsein haben, nicht antun und die da zu einer Manipulation unterziehen. So, auch für Devotees, erwachsene Devotees, würde ich auch sagen, Kinofilme meiden. Hollywood meiden. Es ist ja einfach nur eine Zeitverschwendung. In der Zeit kann man viel Besseres tun und man wird auch sehr belastet von, mit Samskaras, weil man sitzt da vor diesem Bildschirm oder der Kinoleinwand und ist den Informationen hilflos ausgeliefert. Das heißt, auch die Gehirnwellen oder das Gehirn funktioniert dann anders. Das ist dann so eine Art Ruhephase und alles kommt ungefiltert hinein und kann sich jeder auch im Detail natürlich informieren. Aber wie gesagt, Zeit nicht verschwenden mit Filmen und speziell nicht die Kinder da reinziehen. Da kann man viel bessere Dinge mit den Kindern machen als ins Kino gehen. Hare Krishna.